Ob Valentina Doronina sich mit ihrer Sommerhaus der Stars-Teilnahme wohl wirklich einen Gefallen getan hat? Seit die Fans der Sendung die erste Folge gesehen haben, sind sie überhaupt nicht gut auf das Reality-TV-Sternchen zu sprechen. Der Grund? Viele finden, dass Valentina mit ihrem Verlobten Ken Kaplan und den anderen Teilnehmern einfach nicht gut umgeht. Außer Rand und Band. Schon beim Fahrradparcours ist Valentina so wütend, dass sie Ken anschreit. Hä? Was redest du? Mann, wie kann man einen so demotivieren? Ruft sie wütend, als sie die Cock-or-Win-Frage ihres Liebsten nicht beantworten kann. Am Arsch, asozial, weil du allein diese Frage so machst. Wie kann man so ein Mensch sein? Keift sie. Auweia. Später tritt sie ihm nicht nur gegen das Fahrrad, sondern droht ihm auch mit einer schmutzigen Trennung. Dann siehst du mich nie wieder in deinem Leben, das schwöre ich, bellt sie. Und dann werde ich so über dich auspacken, wie du mich öffentlich darstellst. Dann wirst du sehen, wenn du gehst, mache ich Schluss. Die Fans haben die Nase voll. Für Valentinas Verhalten haben die Fans der Sendung absolut kein Verständnis. Im Netz häufen sich bereits die empörten Kommentare. So wie Valentina Menschen behandelt, möchte sie selbst aber überhaupt nicht behandelt werden. Valentina gehört in kein Format mehr, bis sie sich ernsthafte Hilfe geholt hat. Kaum anzuschauen. Diese Frau ist eine absolute Katastrophe. Wie sie mit ihrem Freund umgeht, ist unterirdisch. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, Valentina weiter im TV zu zeigen. Ich persönlich fühle mich sehr bedrückt, ihr zuzuschauen. Dieses Verhalten wird ja, indem man sie bucht, auch irgendwie toleriert und gefördert. Sommerhaus macht dieses Jahr überhaupt keinen Spaß mit der Valentina. Nach jeder Folge fühle ich mich schlechter als vorher. Es ist doch nicht unterhaltsam, so einem bösartigen Menschen zuzuschauen, wie er eine ganze Gruppe zerstört. Könnte es wirklich sein, dass Valentina sich mit ihrem Verhalten im TV die Karriere ruiniert hat? Mittlerweile scheint sie keiner mehr sehen zu wollen.